Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute werden wir uns zusammen anschauen, wie es wohl aussehen würde, wenn die drei Sinnoh-Starter-Pokémon neue Typen bekommen würden. Wenn euch das interessiert, dann bleibt auf jeden Fall dran. Ja, jemand hat ein kleines, cooles Projekt auf die Beine gestellt, wo er die drei Starter-Pokémon von Sinnoh überarbeitet hat. Hier hat Chillast ein bisschen heller gemacht, Displimpher ein bisschen dunkler und mit so einem kleinen gelben Touch. Und das Palflam ist einfach komplett schwarz. Ja, und wir wollen uns heute auch mal die Weiterentwicklung anschauen und alles drumherum. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und ich glaube, gelesen zu haben, dass die auch noch neue Typen bekommen werden. Ich bin sehr gespannt. Wir rennen auf jeden Fall direkt mal hier ins Gras rein mit unserem schönen Palflam vorne drin. Ich will die alle mal auf jeden Fall sehen und mir die definitiv mal hier im Battle anschauen, weil ich bin sehr gespannt, wie die da aussehen. Ich bin ja immer ein sehr großer Fan von so Custom-Pokémon und das Panflamme. Ah ja, das gefällt mir auf jeden Fall. Das hat was. Uff, ja, aber ich glaube, mit Klaps alleine werden wir hier nicht weiterkommen. Komm, lass uns noch mal ein bisschen hier das Panflamme anschauen, wenn wir schon dabei sind. Der Schwanz ist halt immer noch gleich, aber das selber ist halt schwarz-grau-mäßig und das finde ich gar nicht mal so schlecht, weil das Feuer kommt halt mehr zum Vorschein, so wenn das nicht in der ähnlichen Farbe ist wie das Panflamme halt. Und auf jeden Fall wäre es eine geile Shiny-Form auch. Also ich meine, das Shiny Panflam sieht eh nicht total beschissen aus, aber das würde auch nicht schlecht aussehen, würde ich mal sagen. Ja, kommen wir jetzt zum zweiten Anwärter, Chillast. Meiner Meinung nach ein etwas schwächeres Pokémon von dem neuen Design, das sie dem Pokémon hier gegeben haben. Es wurde nämlich eigentlich fast nur so ein bisschen der Grünton verändert. Das sieht halt wirklich, also natürlich auch die Shell von ihm ist auch noch weiß, aber es sieht ein bisschen, mehr nach nur einem Shiny aus, als statt irgendwie einer neueren Form, weil I don't know, hätte man vielleicht ein bisschen mehr machen können. Aber ja, auch hier werden wir definitiv keine Chance haben. Ich würde vielleicht mal ein anderes Gras gehen. Das mache ich mal ganz kurz. Aber doch, vom Rücken her sah das Pokémon auf jeden Fall cool aus. Aber von vorne her eher ein bisschen langweiliger. Ja, um den Starter-Pokémon-Vibe nochmal ein bisschen mehr zu fühlen, gehen wir direkt hier auf die erste Route wieder zurück. Und jetzt können wir eigentlich auch mal Plinfer seinen Auftritt geben. Da habe ich auch schon gesehen, dass es scheinbar den Elektro-Typen haben wird, was auch sehr viel Sinn macht, wenn wir uns, das auch mal ein bisschen genauer ansehen mit dem gelben Muster da auf seiner Stirn. I don't know, wie man das nennen soll. Es sieht auf jeden Fall auch cool aus. Wobei mir da vielleicht eine andere Farbe, so, ne, es hätte jetzt nicht blau nochmal sein müssen, es hätte nochmal eine andere Farbe reinhauen können, so, weißt du. Aber Chillast ist da schon die etwas schwächere Person. Aber wenn es besser wird, ne, in der nächsten Entwicklungsstufe, dann werde ich gar nichts gesagt haben hier. Ich bin eh am meisten gespannt auf die dritte Entwicklungsstufe von den ganzen Pokémon, weil, ja, jetzt, das ist eigentlich noch relativ egal. Aber wir werden direkt rüber switchen zu den nächsten Entwicklungsstufen. Ja, fangen wir mit dem Pokémon an, was wir als letztes uns angeschaut haben, nämlich das Plinfer. Und da bin ich gespannt, wie Pliprin aussehen wird. Das Plinfer war auch das erste Starter-Pokémon in Sinnoh, was ich ausgewählt hatte. Fand ich früher cooler als Panflam, aber mittlerweile nicht mehr. Und ja, jetzt ist der Schnabel ein bisschen weißer. Aber es sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Pulverschnee gelernt, okay. Doch nicht Elektro? Das schauen wir uns doch direkt mal ein bisschen genauer an. Ja, nice, ey. Also das sieht echt nicht schlecht aus. Das gefällt mir. Mit Pulverschnee noch. Cooles Pokémon auf jeden Fall. Das muss ich nur herausfinden. Nee, es ist noch nicht Eis. Komisch. Vielleicht wird es auch noch zu Eis. Es kann aber auch sein, dass es auch einfach so ist, dass die Pokémon hier die Type nicht ändern können, weil man das im Spiel noch nicht bearbeiten kann, aber die eigentlich so gesehen von einem anderen Type sind. Also in unserer Vorstellung sind die halt in einem anderen Type. Jetzt kommen wir zu Panflam, mein Favorite von denen. Ich bin echt sehr gespannt, ob das hier auch noch was Gutes wird, weil, oh, ich sehe schon was Lilanes, okay. Ja, das könnte jetzt komplette Rotze werden oder das könnte geil aussehen, das ist jetzt die Frage. Okay, es hat Style auf jeden Fall. Das Lila sah so richtig erschreckend grell aus, deswegen war ich ein bisschen schockiert, aber okay, Säurespeier, Schattenstoß, okay, Giftgeist-mäßig unterwegs. Ja, sieht auf jeden Fall sehr, sehr fresh aus. Im Kampf will ich mir das jetzt definitiv auch mal ansehen. Boah, sweet, sweet, sweet. Er fängt sich einen Säurespeier auf jeden Fall. Das sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Okay, Chillast, mal sehen, was aus dir so wird. Ja, Chillast ist einfach am aufwendigsten unterwegs. Einfach bis Level 18 braucht der Dude. Mal sehen, ob sich das hier auch lohnen wird. Ja, mit der normalen Version von Chillast war ich noch nicht so ganz zufrieden. Am Anfang noch ein bisschen weniger als jetzt, aber vielleicht wird es ja besser und okay, ist auch solide. Hat auch jetzt einen dunklen Touch drin, aber gefällt mir definitiv mehr als das normale Chillast. Also sieht auf jeden Fall besser aus. Wenn ich jetzt die drei so durchgehe, würde ich ihn sogar zum besten Pokémon hier wählen von den dreien. Mal sehen, wie das Pokémon hier noch in-game aussieht. Doch, ist solide auf jeden Fall. Aber einziges Pokémon, was irgendwie noch nichts Gescheites hier erlernt hat. Aber Unlichttypen würde ich da auf jeden Fall sehen. So auf Blanas mäßig. Denn cool ist so. Ja, mit Chelkerin haben wir gerade aufgehört und jetzt kommen wir direkt auch schon zu Chelterra. Ich bin mega gespannt, weil das zweite hat mich jetzt schon geflasht, dass das so cool noch geworden ist. Deswegen gib uns noch eine nicere Form von Chelterra und ich bin komplett zufrieden damit. Ja, okay, es ist solide. Sieht halt wirklich aus wie ein Unlicht-Shelterra. Wutanfall, boah. Er ist zu Pflanze-Drache geworden. Ach du Scheiße.
böse. Das ist ja heftig geil. Das ist ja wirklich anders böse. Oh Gott, das schauen wir uns jetzt direkt mal an, ey. Leute, vertraut mir, der hier kommt sehr, sehr gefährlich, meine lieben Hasen. Alter, der sieht echt geil aus. Also Shelterra, mucho grande, wirklich sieht echt insane nice aus. Es ist nur so ein kleiner, naja, also es ist nicht heftig viel gemacht worden, ne? Aber es gibt den auf jeden Fall mal noch mal einen richtig nice Style, muss ich sagen. Also auch von Typen Drachen. Gefällt mir auf jeden Fall. Ja, als nächstes ist es Plieprin dran, da bin ich auch sehr gespannt. Wie gesagt, irgendwie Elektrotypen habe ich irgendwo gesehen. Deswegen, da weiß ich schon, was es wird. Also, ich schätze mal, dass es ein Elektrotyp wird, weil das ist das, was ich auf so einem Screenshot gesehen habe. Aber wenn es jetzt noch nicht der Fall ist, aber das sieht aber auch nicht schlecht aus. Das sieht auch sehr, sehr böse aus, Alter. Das gefällt mir auch, Alter. Also bisher die beiden Pokémon, die wir schon auf Endstufe entwickelt haben, von dem ganzen Entwicklungsreihen da, die schönsten einfach. Oh ja, es ist Wasser-Elektro. Also kommt ganz, ganz gefährlich. Freunde. Oh, da freue ich mich auch drauf, ey. Das ist ja so ein böses Empoleon. Ja, jetzt sind wir wieder auf einer ganz, ganz falschen Route hier unterwegs, ne? Jetzt haben wir schon so MVP-kranke Pokémon. Boah, das sieht echt nice aus. Und hängen jetzt wieder auf der ersten Route rum und direkt hier Niesel von Empoleon, Alter. Der will das Siedewasser raushauen. Ne, sieht auf jeden Fall nice aus. Shelterra finde ich immer noch ein Stückchen nicer als ihn, aber er sieht auf jeden Fall nicht bad aus. Ich schwöre auf alles, ich bin hier wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Panpyro sieht ja jetzt schon ganz fresh aus und mal sehen, wie Panferno aussehen wird. Da bin ich jetzt wirklich sehr gespannt drauf. Bitte verkack nicht, ey. Bitte verkack nicht. Das muss jetzt ein richtiger Banger werden, ja, sonst bin ich maximal enttäuscht. Und okay. Er kommt auch sehr, sehr böse an. Uff. Okay, aber jetzt wirklich Geist muss es sein, ne? Es ist Feuergeist. Okay, nice. Nice. Freunde, vertraut mir. Der kommt sehr, sehr gefährlich hier. Und wie gefährlich der kommt, das werden wir uns jetzt anschauen. Boah, damn. Das sieht echt schon geil aus. Finde ich von allen Pokémon sogar mit am nicesten. Ja, definitiv. Das ist ja... Das sieht anders geil aus. Das würde ich mir direkt nochmal antun hier. Ja, wirklich geisteskrank. Es sieht echt geil aus, ey. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr öfter mal solche Videos haben wollt, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns im nächsten Video.